Hallo, was machen Sachen? Ich baue heute eine Textur für das Haus, was ich für mein neues Projekt baue. Und ich dachte, ich kann das als, ja, also ein kleines Tutorial nutzen, um euch mal zu zeigen, wie man so mit dem Substance Painter ein bisschen was baut. Ist jetzt auch das erste Mal, dass ich Dachziegeln gemacht habe. Die meiste Zeit mache ich Holz oder irgendwelche Fliesen für Innenräume. Also viel Spaß bei meinem ersten Versuch, Dachziegeln zu erstellen. Die Textur an sich ist jetzt auch nicht so kompliziert aufgebaut. War ein bisschen Trial and Error am Ende, aber ist doch ganz gut ausgegangen. So, fangen wir am Anfang an. Als erstes brauchen wir eine Einteilung. Also habe ich mir einen Tile-Generator geschnappt und ihn so eingestellt, wie ich finde, dass das für die Dachziegeln gut aussieht, wie ich mir das vorgestellt. Danach habe ich mit einem Gradient und einem Blend zusammen eine Höheneinteilung eingeteilt, den ich dann auch später für die Normal Map und für die Height Map nutze, um etwas Tiefe zu verleihen. Weil wird alles mit Schwarz und Weiß eingeteilt für die Höhen und Tiefen. Ja, generell arbeitet man in Substance Designer erst mit Grayscales und stellt alles ein, bevor ein bisschen Farbe dazu kommt. Deswegen werdet ihr am Anfang erstmal ganz viel Schwarz, Weiß und Grau sehen. Auch hier arbeitet man von grob nach fein. Man stellt erst grob alles ein und arbeitet sich dann immer nach und nach an das heran, an das man möchte. Ist immer mal ein bisschen hin und her, da ich ja selbst noch nicht so genau wusste, wie ich das erreiche, das ich wollte. Jedenfalls hat mich die Linien der Einteilung etwas irritiert. Die habe ich erstmal rausgeschmissen, um die Gradients besser einzustellen, auch die Höhle besser zu justieren. Und dann habe ich wieder später die Einteilung wieder hinzugefügt, einfach damit ich einen besseren Überblick hatte. Nachdem ich auch die Heatmap richtig eingestellt hatte, hat das alles ein bisschen besser funktioniert. Und halt immer schön dran denken, zu kontrollieren, ob der Würfel auch aus verschiedenen Richtungen gut aussieht. Es ist oft ein Fehler, der mir am Anfang passiert. Ich stelle den ein. Alles sieht von der einen Seite gut aus. Ich drehe diesen Würfel und dann, ja, sehe die andere Seite hin aus einem anderen Winkel nicht gut aus. Dann ist da irgendwas schiefgelaufen. Deswegen ja, immer schön den Würfel drehen, um ja nichts zu verpassen. So, nachdem ich mit der Einteilung zufrieden bin, soll endlich ein bisschen Farbe rein. Dafür habe ich mir den Teilgenerator kopiert und die Eingliederung etwas eingefärbt. Dafür gibt es eine Option, die kann man da einstellen und sich ein schönes, ja, Grayscale-Pattern eingeben. Ich versuche so wenig wie möglich, dass die Linien sichtbar waren. Ich habe es auch noch für die Height benutzt, dass die einzelnen Lieder etwas unterschiedlich hoch sind, um ein bisschen Variation reinzukriegen. Ja, zwischendrin ist mir dann aufgefallen, ich habe einen kleinen Fehler gemacht. Die Gradient Map und der Tile Generator, das waren nicht direkt übereinander. Da gab es so einen kleinen Fehler. Den habe ich jetzt ausgebügelt. Ja, und nochmal die Tiles direkt ein bisschen angepasst, etwas dünner gemacht. Die waren mir immer noch ein bisschen zu dick. Und halt kontrollieren, dass ich nicht denselben Fehler wieder mache. Und für die Farbe benutze ich das gleiche, nur suche mir ein anderes Pattern. Stell das ein, so dass ein bisschen Variation reingeht, so dass mir das optisch gefällt. Und mit Hilfe von einer Gradient Map kommt ein bisschen Farbe rein. Ich habe jetzt einfach random irgendwelche Farben aus dem Hintergrund genommen, einfach nur um Variation reinzukriegen. Die Farbe an sich fahre ich dann auch wieder mit einer Blend Note und lege eine neue Farbe drüber, dass ich die Farbe habe, die ich möchte. Hier geht es allein nur um die Variation, dass ein bisschen Tiefe rein ist. Arbeite mich dann durch, bis mir da was gefällt. Ja, und danach kommt halt erst die eigentliche Farbe, auch wieder über eine Blendnote und eine Multiplier einfach so lange ausprobiert, bis ich eine Farbe habe, die mir gefällt. Es ist dann auch wieder ein bisschen ausprobieren, um zu gucken, was sieht gut aus. Und dann auch ein bisschen hin und her, bis man dann auch wieder zufrieden ist. Ist halt ein ständiges Hin und Her. Man setzt was Neues dazu, stellt es wieder um. Ja, dann mache ich mir auch gerne farbliche Einteilung für das, was ich schon fertig habe. Damit ich auch schon weiß, was gehört wohin, weil ab einer gewissen Größe verliert man doch mal den Überblick. Um dann auch wieder ein bisschen mehr Dynamik reinzukriegen, habe ich mir auch wieder eine Blendnote geschnappt. Diesmal mit Hilfe von einem Alpha noch eine sekundäre Farbe dazu zu machen. Ja, um es alles ein bisschen interessanter zu gestalten. Da wird dann auch wieder hin und her geschoben, bis man ein schönes Muster hat. So, nachdem wir dann die Farbe hatten, wollte ich ein bisschen Dynamik reinbringen. Erst habe ich die falsche Note benutzt und die Roughness gesteckt, aber ich wollte jetzt erstmal bisschen Textur dazu bringen und dafür was in die Normal Map. Dazu habe ich auch wieder eine Noise genommen. Die habe ich dann in eine Normal Map umgewandelt oder dann auch ein bisschen ausprobiert. Die erste Noise war dann doch ein bisschen zu rund. Ich habe mich für eine andere entschieden und dann auch hin und her probiert und dann bis ich was hatte, was mir gefallen hat. Ja, wie ihr seht, halt immer ein bisschen hin und her, mach was Neues, probier was aus.
und guck, wie es aussieht. Wenn es gut aussieht, kann man es behalten. Wenn nicht, verändern oder nochmal was anderes probieren. Ich habe dann auch den Zwischenraum zwischen den einzelnen Ziegeln eingefärbt. Dazu habe ich die Teilnot, die ich schon angefertigt habe, als Alpha genutzt und dann einfach eine Farbe drüber gelegt. Und da habe ich dann auch wieder geguckt, welche Farbe am besten passt. Habe ich dann für ein recht dunkles Grün entschieden, weil reiner Schwarz wollte ich jetzt nicht nehmen. Das sieht meistens nicht ganz so gut aus. Dann habe ich auch wieder eine weitere Note hinzugefügt, um etwas Dreck hinzuzufügen. Die Ziegel waren mir zu eintönig. Ja, dann haben wir mal Farbe drüber gelegt. Danach bin ich zu der Roughness rübergegangen und habe ich ja dann auch wieder Blend Note, eine Nose als Alpha, zwei verschiedene Farben drüber gelegt. Habe mich als erstes für eine recht glänzende Version entschieden. Ich dachte, das sieht gut aus. So, dann haben wir unsere Textur fertig. Wird alles exportiert, um sie dann später in Substance Painter zu benutzen. Um zu gucken, ob alles so funktioniert wie gewünscht. Substance Painter. Und kontrollieren, ob unsere Textur so arbeitet, wie wir es wünschen. Das sieht immer von Programm zu Band, gibt es immer kleine Unterschiede. Wie ihr seht, bin ich mit ein paar Sachen nicht ganz zufrieden. Sagt, wir sind jetzt auch nur in Substance Painter, um die Textur richtig einzustellen, um zu gucken, ob alles wie gewünscht funktioniert. Ja, habe mich entschieden, ich mache die untere Seite ein bisschen dunkler, um auch den Höhenunterschied, der nicht ganz so stark ausgeprägt ist, wie gewünscht, besser darzustellen. Ja, und hier dann auch wieder Try and Error gucken, was muss wie verändert werden, was sieht besser aus, was sieht nicht so gut aus. Wie man dann später in Substance Painter arbeitet, werde ich auch noch ein Video dazu machen, wenn wir soweit sind und das restliche vom Gebäude einfärben. Ich möchte jetzt erst noch die Holztextur von innen machen. Das ist noch eine Textur, die ich in Substance Designer erstellen möchte. Die anderen werden wir dann alle über Substance Painter machen. Und da lasse ich euch auch dran teilhaben. Da mir jetzt die Entscheidung abgenommen wurde, mit was ich mich jetzt größtenteils beschäftigen würde, durch die neuen Regeln auf YouTube, ob ich jetzt weiter oder mich mehr fokussiere aufs Zeichnen oder euch die 3D-Geschichten so zeige. Zeichnen ist für Kinder, sie sperren mir die Kommentare und so weiter. Also wird's 3D. So kann man Entscheidungen auch treffen. Ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht übel. Und wenn, dann ist das halt so. Ich werde auf Facebook auch weiter die Speechfast und so weiter hochladen. In YouTube überlege ich mir das wirklich nochmal, weil ich habe da keinen Mehrwert von. Naja, es wird auf jeden Fall wesentlich mehr 3D-Content jetzt geben als Zeichnungen. Auch drüber reden und ihr kann einfach zusehen, wie jetzt eine Figur unwrapped wird oder eingefärbt. Mal sehen. Zum Ende habe ich dann das Dach noch richtig eingestellt. Einfach nur, dass die Dachziegel in die richtige Reihenfolge liegen. Das hat mich schon ein bisschen doch genervt. Das war jetzt das Video. Dachtextur ist fertig. Ich habe euch so grob gezeigt, wie es geht. Wie gesagt, das ist halt eine recht simple Textur. Ist recht einfach. Vielleicht habt ihr Lust, euch mal selbst mit zu beschäftigen. Anfangs mag es ja echt verwirrend und merkwürdig sein, mit Notes zu arbeiten. Ich persönlich finde, es macht eigentlich viel Spaß. Ich finde es halt schöner, dass man die jetzt auch selbst erstellen kann, was man benötigt. Es gibt viele, viele Materialien schon vorgefertigt, aber die eigenen zu benutzen ist einfach nur mal ein schöneres Gefühl. So, lange Rede, kurzer Sinn. Textur ist fertig. Vielleicht hat es dem einen oder anderen was gebracht. Vielleicht habt der eine oder andere eine Frage. Ihr dürft mich gerne schreiben, falls die Kommentare nicht existieren, weil das auch für Kinder sein sollte. Was ich nicht glaube. Schreibt mich ruhig auf Facebook oder so an. Ich habe alles unten verlinkt. Die Videos werden auch auf Facebook sein, weil mich das mit YouTube halt, wie gesagt, nervt. Also habe ich jetzt zwei Plattformen, wo man gucken kann. Ihr dürft euch eure Lieblingsplattform aussuchen. Oder die, wo man sich tatsächlich mit mir unterhalten kann. Das ist halt das, was mich am meisten nervt. Gibt keine Kommentare. Ihr dürft euch nicht unterhalten, weil Kinder zuhören. Naja. Dann. Man hört und stört sich. Einen schönen Tag noch.